So, na dann herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir sind mittlerweile in diesem wunderschönen Gebiet, wo uns die Gegner ordentlich zerschnetzeln. Weiß gar nicht, können wir noch ein Level verteilen? Ganz knapp nicht, aber ich glaube, ich habe noch so kleinere Dinger im Inventar. Von daher passt das dann. Ja, dann gehen wir erst kurz zurück, bevor wir hier weitergehen. Schwing! Ja, das letzte Mal haben wir jetzt dafür gesorgt, dass der eine Thron besetzt ist. Da oben rechts von drei Schädeln, die so ein bisschen verkohlt sind. Ich glaube, das ist aber hier auch schon das höchste der Gefühle. Welcome, speak. Very well. Then touch Haken. So, einen Punkt können wir verteilen. Ich glaube, HP habe ich erstmal genug. Von daher machen wir wieder Damage. Gehen wir mal Dex auf 30. Farewell, Ashen. Okay, der Dude ist schon wieder weg. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum die Leute hier irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend stromern. Die sind mal da, mal nicht. Ich laufe noch mal kurz durch und versuche mit denen zu quatschen. Now invade and pillage all you like. And if you grow weary of your duty, you too may become a finger. Come on, give yourself to Rosaria of the Cathedral of the Deep. Die Dudes wohnen hier mit mir zusammen. Oh, hello. Fine work, I say. Discovering Irithyll in the Boreal Valley all in a day's work. If the tales are true, it is home to old moon-worshipping nobles and should be packed with treasure. What do you think? Shall I go and see what I can find? Yeah. A fine choice. I am Greyrat the Thief. What I bring back will be worthy of that name. Na, das hat sich ja dann schon wieder gelohnt, mit dem zu quatschen. Speak thy desire, honorable. Die hat nichts Neues zu erzählen, der ist immer noch tot. Weiß gar nicht, haben wir für die Nonne noch ein Buch? Ich quatsch einfach mal mit ihr. Oh, Champion, do you wish to hear? Wahrscheinlich. Ich glaube, das würde dann automatisch an sie gehen. Ich glaube, das wäre hier mit dabei. Das ist doch aber so eins. Give to the old Master Pyromancer. Okay, das ist hier nicht. The Pyromancer. Hey Leute, wollen ihr auf Karthus? Grave Warden discovered the Black Flame. Aber die will das Buch nicht haben, ne? Oh, Champ, do you wish to? You know, in my home of Karthus. Na, dann nicht. Dann nicht. Wir können aber der Händlerin sonst noch irgendwas Spannendes? Wir können der Händlerin mal die Asche geben. Und dann hat die noch ein paar neue Items.
How may I be of service? Gracious, passing fine ash thou'st given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Nicelle. So, mal gucken, ob die jetzt irgendwas Spannendes hat, irgendwas Neues. Volnir's Crown. Ja, die Musik ist so geil in dem Spiel. Conqueror. Once upon a time, such things were bequeathed. Oh Gott, diese Worte hier. Judiciously to each of the rightful lords, until Volnir brought them to the knees and ground their crowns to dust. Then the crowns became one and Volnir the one high lord. Manchmal ganz schöne Zungenbrecher hier. Ja, die Rüstungen hier sind krass. Vielleicht hole ich mir die nochmal. Die sehen ja auch krass aus. These undead warriors vowed to partake of wolf blood. Fighting a constant war with its abominations. Ja, ja. Ja, wir werden erstmal nichts kaufen. Ich bin relativ zufrieden mit unserer Ausrüstung. Weiß gar nicht, haben wir noch irgendwie Zeugs, was ich gerne loswerden würde? Das müsste sogar für ein Level reichen, wie viele Seelen wir hier noch haben. Ich verkaufe mal ein paar Seelen. Dann können wir noch ein Level uns holen. Ich verkaufe sonst eigentlich immer nur doppelte Sachen. Haben wir noch irgendwas Doppeltes? Boah, haben wir schon wieder viel Krempel. Ashen One. Welcome home, speak. Very well. Then touch take Nari. So, noch mehr Damage. Ja, gewonnen, mehr Damage. Damage! Farewell, Ashen. Also falls man manchmal das Gefühl hat, die Gegner halten aber wenig aus, ja, dann liegt es daran, dass ich einfach die ganze Zeit Damage dazu hole. Funktioniert das Internet heute besser, Kaibu? Jetzt auch auf Source? Die Gegner hier sind übelst krass. Ah, sehr gut. Au! Oh. Komisch, ja. Ja, ich stream halt auch in einer extrem hohen Bitrate, halt so viel wie Twitch erlaubt. Sonst halt eventuell gucken, ob es dann auf einer ein bisschen niedrigeren Einstellung funktioniert. Weil Twitch es einem anbietet. Okay, hier ist zu. Da müssen wir von der anderen Seite nochmal versuchen ranzukommen. Ja.
Oh, jetzt werde ich hier beschossen mit so einem Quatsch. Oh Gott. Ey, die sind so flink. Ha! Aber ich habe die krasse Reichweite. Oh Gott, die hat auch noch ein Schild. Ja, nicht wundern, ich werde immer kurz unsichtbar durch den Ring, wenn ich mich wegrolle. Ha! Tomb Raider Kinofilm, den ersten habe ich gesehen, glaube ich, oder sogar die ersten beiden. Achso, du meinst jetzt den neuen? Nee, nee. In den 90ern, die habe ich gesehen. Die fand ich extrem schlecht. Aber ich bin auch jemand, der sehr wenig Filme guckt. Also auch wenn ich glaube, dass das vielleicht ganz cool ist, aber es reizt mich jetzt nicht so. Es gibt ja eine neue Ankündigung für ein Spiel im September, glaube ich. Da freue ich mich jetzt mehr drauf. Au! Oh Gott, die Gegner nehmen einen hier krass auseinander. Ja, ich glaube, bei den Gegnern hier muss ich jetzt erstmal ein bisschen lernen, wie man die bekämpft. An denen müssen wir dringend vorbei. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Weg. Einfach auf die einen dreschen, wenn sie nah genug sind. Okay, irgendwie wollen die manchmal nicht herkommen. Okay, jetzt wollen sie doch herkommen. Die sind so krass! Immer wenn man denkt, so, die Kombo ist jetzt zu Ende und ich kann auch mal zuschlagen. Nee, nix da. Nur noch zwei Schläge. P. Wie ist dir denn die Brille kaputt gegangen? Du meintest irgendwie beim Saubermachen nach der Kälte? Die Reichweite ist so krass!
Large Titanite Shard. Oh, wie gut. Wie viele habe ich jetzt davon? 3. Ich brauche 4 Stück davon, dann kann ich meine Waffe upgraden. Ja, okay, ja klar. Naja, gut, aber das Teure sind ja eigentlich immer die Gläser und dann sollte das ja gehen. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier diese komischen Geister sehe, die durch die Gegend laufen. Weiß ich nicht, soll ich dem folgen? Ich glaube, da passiert nichts. Einfach weg. Ah, okay. Naja, aber dann hat es ja vielleicht auch was Gutes, wenn du dann aktuelle Werte kriegst und Gläser, die noch nicht zerkratzt sind. Hoffentlich wird es nicht zu teuer. Meine Brille ist schon... Oh Gott, von wann ist denn die? Ich glaube 2011 oder so, also 7 Jahre alt. Wow. Muss aber dazu sagen, dass ich damals Kontaktlinsen getragen habe und die Brille eigentlich nur so eine Ersatzbrille war. Und deswegen war die Brille extra. Was ist denn das für ein... Kommt da Feuerbälle oder was? Deswegen war die Brille irgendwie extrem günstig. Was ich aber auch ganz praktisch finde, weil dann ist es wär's. Also wenn die jetzt kaputt geht, würde ich denken, ne, kriege ich halt noch neue. Die hat halt irgendwie 20 Euro gekostet oder sowas. Na gut, 52 ist aber schon eine andere Preisklasse als 20. Okay, na dann... jetzt den Dude mit dem Feuer oder die Dudes da hinten? Ich probiere mal den Feuer-Dude. Yes, einfach drauf. Firewatch Gauntlets. Oder war das Firewatch Gauntlets? Na, die meisten Kosten sind ja diese ganzen Extras, also Kunststoffgläser kosten, glaube ich, 30 mehr, dann Härten kostet extra, in Spiegeln kostet extra und die Gläservariante, die ich jetzt habe, ist einfach die billigste, das ist einfach nur Glas. Dann halt ein kostenloses Gestell dazu und dann...
Kriegst du halt für 20 Euro eine Brille. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was du für, ob du irgendwelche besonderen Gläser brauchst, weil du noch eine bestimmte Art von Hornhautverkrümmung hast, die besonders krass ist, oder eine sehr hohe Dioptrienzahl oder so. Ich habe halt nur 2,5 Dioptrien oder sowas und ein bisschen Astigmatismus auf dem einen Auge, aber ansonsten ja, halt nichts Besonderes. Ja, ich denke, wenn man damit leben kann, dass man halt dann, dass die Brille ein bisschen schwerer ist, weil das halt Glas ist. Und ein kostenloses Gestell nimmt, dann bekommt man sehr günstig eine Brille. So, ich will mal eben gucken, was wir für Handschuhe gefunden haben. Oh Gott, vielleicht soll ich das gerade nicht machen, vielleicht sollen wir den erstmal killen. Ja, halt Kunststoff ist teuer. Und Kunststoff muss man halt dann nochmal härten lassen, weil das sonst zerkratzt. Und das ist halt auch teuer. Firewitch Gauntlets. Okay, wiegen wenig, haben aber sonst auch keine besonders guten Werte irgendwo. Sehen natürlich ganz cool aus. Sie sehen sogar relativ stabil aus, also als ob die einen guten Rüstungswert haben müssten. Gauntlets of Witches, who bore the profaned flame, now herald spirits of Irithyll. The witches who lead the Pontiff's Knights were originally ordained as holy knights. It was not long, however, before their hearts were swallowed by the profaned flame. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? Aber andererseits ist es auch schon unglaublich, dass man aus dem Kunst, dass man überhaupt einen Kunststoff dafür nutzen kann, ne? Ja, was bei Kunststoff halt das Problem ist, ist, dass wenn du einen relativ hohen Dioptrienwert hast, also glaube ich zumindest, dass das Hauptproblem ist, dann werden die Brillengläser ja relativ, dann ja vergleichsweise dick. Und wenn du dann lieber eine, wenn du das dann lieber als Glas hättest, dann wird die halt sehr schwer. Fuck! Ich dachte, ich komme noch weg. Also es gibt schon Gründe, warum man lieber Kunststoffgläser haben will. Ja, und du siehst, ich habe jetzt unten rechts der Counter, also quasi ja hier meine Währung für Erfahrungspunkte und Items und so, ist jetzt unten rechts wieder auf 0. Und die gesammelten Dinger liegen jetzt da hinten, da wo wir gestorben sind. Und falls wir jetzt nochmal sterben, dann verschwinden die. Nein! Ich dachte, ich hätte den schon.
Von daher jetzt am besten dahin kommen, ohne noch ein zweites Mal zu sterben. Was? Wir haben irgendeine Hose gefunden, kann das sein? Ich nehme mal schon wieder einen Heiltrank, auch wenn es sich noch nicht so richtig lohnt. Oh Gott! Die Gegner sind einfach übelst krass! Items, die eingesammelt wurden, behält man allerdings. Die haben wir gefunden. Bisschen weniger Rüstung. Dafür höhere Magiewiderstandwerte. Bisschen weniger Gewicht. Legends of the Pontiff's Knights, known Herald Spirits of Irithel. This blue-gray leggings shrouded in a thinly cold air is light and brittle. Ja, auf jeden Fall. Sieht alles hier ganz schön abgefahren aus. Ich wollte gerade sagen, ist der Feuerdude weg? Ne, da hinten kommt er. Au! Ich glaube erstmal weg und versuche die zwei komischen Eiszombies da kaputt zu machen. Heiltrank! Und die Heiltränke unten links, die füllen sich immer wieder auf, wenn man entweder stirbt oder zum Feuer geht. Er hat einfach einen Zauberstab, der funktioniert wie ein Flammenwerfer, praktisch. Hui! So, da oben steht er wieder. Da haben wir die Seelen wieder. Das war knapp. Krass, wie viele Seelen die hier alle bringen. Oh Gott, da sind zwei von den schnellen. Large Titanite Shard. Wir können den Speer aufbessern. Also wir haben jetzt unten rechts schon wieder 18.000. Und
Wir brauchen so 15.000, 16.000 für ein Level Up. Müssen die halt aber dafür auch erst noch mal nach Hause bringen. Nee, leider nicht. In letzter Zeit anscheinend kein gutes Händchen für die Spielerauswahl. Wobei beim ersten Dark Souls Stream voll viele zugeguckt haben. Also beim ersten Dark Souls 3 Stream, naja. Corvus ist noch da, sehr gut. So kennt man ihn gar nicht. Geht's hier eigentlich rein? Nö. Kube ist auch noch da. Na? Nee! Lass mich in Ruhe! Ich muss weg! Ich muss nach Hause! Tschüss, Sikorski! Mach's gut, Freunde! Halt krank! Ich habe überlegt, ob ich Owlboy demnächst mal spielen sollte, Tobi. Das sagst du ja bestimmt auch was, ne? Weil das ja auch so wieder mal Pixel Art. So. Pontiff Knight Curved Sword. Das sieht ja geil aus. Oh Gott, das kenne ich auch. Oh Gott, da kommt gerade ein Gegner. Wir gucken uns das Schwert später an. Wenn man einfach selber schuld ist. Das habe ich eigentlich immer bei Geburtstagsfeiern. Wenn man einfach zu viel Kaffee und Kuchen hat. Na komm, der hat doch nichts mehr! Halt dran! Also quasi die mit den Nüssen oder die ohne Nüssen? Das ist die Frage, oder? Genau, Owlboy. Muss ich mal schauen, ich habe schon wieder so viele Spieler auf dem Zettel. Jetzt kam noch eins dazu, wo ich erst dachte, das sieht, ist auch schon ein bisschen älter und irgendwie so ein kleines 360-Spiel. Und ich dachte erst, ah, das sieht aber irgendwie langweilig aus. Und dann habe ich gesehen, dass es echt sehr gute Kritiken bekommen hat und von dem Portal-Erfinder irgendwie ist. Und aber so ein bisschen unterm Radar dann geblieben ist. Mal gucken. Vielleicht mal wieder ein ruhiges Rätselspiel oder so. Als Frühstück gab's Lakritze. Oh Gott, hoffentlich finden wir demnächst wieder ein Feuer. Ich will nicht das alles nochmal machen müssen, wenn wir sterben. Wir haben nur noch einen Heiltrank. So, ich wollte mir jetzt mal dieses Curved Sword angucken, was wir gefunden haben. Sieht auch geil aus. Curved Sword wielded by the Port of Knights, frigid spirits that linger in Irithel.
The large blade appears to be eaten away by insects, making it lightweight but also brittle. Mal kurz angucken. Ui. Na, ich bin ja mehr so der... Ich bleib einfach beim Speer. Aber eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir nochmal eine andere Waffe ein bisschen ausprobieren. Linsen! Linsen sind auch super. Es gibt ja manche Leute, die Linsen nicht mögen und ich habe kein Verständnis. Large Titanite Shard, sehr gut. Die Dinger brauchen wir für weitere Speer-Upgrades. Muss doch irgend so ein Feuer wieder sein. Der Speer ist ungefähr 3 Meter lang. Ja, so muss es sein. Ach Gott, Kalbru, mein ganzes... Ich sehe schon, meine ganze Argumentation bricht gerade zusammen. No! Showing no love to Linsen 2018. So, ich muss mich da nochmal ranpirschen. Ich will eigentlich keine weiteren Gegner. Ich will erstmal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwo ein Feuerchen finden. Ja, komm, macht man eigentlich viel zu selten, ne? Die guten alten Linsen. Ach Gott, da ist wieder so ein Heini mit seinem Flammengedöns. Aber wir haben relativ viele Seelen. Wir könnten ein Level ab uns holen und wir könnten den Speer aufwerten, aber wir müssten dann den ganzen Weg nochmal machen. Die Gegner spawnen dann wieder, wenn wir das machen. Bis wohin patrouillieren die denn? Haben wir die jetzt irgendwie ausgelöst oder so? Wieso habe ich denn nur noch einen Heiltrank übrig? Kann ich nicht einen von denen mal anlocken? Eine, nicht alle. Der zaubert da hinten und hier vorne fängt was an zu brennen. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Kommen die jetzt echt bis nach unten gelatscht? Ist das irgend so eine Parade, die ich einfach bisher verpasst habe? Ja, halt die Klappe. Der Vorteil ist, dass wenn wir hier sterben, kommen wir auf jeden Fall wieder zu den Seelen. Aber ich kann unmöglich gegen alle drei kämpfen. Wie soll denn das gehen? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich traue mich nicht ran, aber jetzt hier zu warten, bis die herkommen, das dauert auch noch ewig. Oder ich lasse sie in eine Richtung laufen und hau dann in die andere ab und laufe einfach um die rum.
Ich glaube, ich mach das. Guck jetzt, in welche Richtung sie laufen und lauf dann um die rum. Smog. Oh nein, ich trau mich nicht. Die laufen wieder zurück. Oh Gott, ich kann ja jetzt nicht 100 Jahre warten, bis sie wieder in die andere Richtung weg sind. Ich versuche jetzt mal eine anzulocken. Ich bin tot! Ist gut jetzt. So, dann erst kurz zurück, Upgrades machen und dann neuer Versuch. Boah, das Gebiet ist übelst krass. Ah, tis good to sleep, wasn't it? So, Large Titan Edge hat 4 weitere Wochen fürs nächste Upgrade. Pretty, be careful. Okay, der Dieb ist jetzt unterwegs, um uns was zu stehlen. Welcome, speak very well, then Top Haken. So, Level up, was brauchen wir denn? Brauchen wir mehr HP? Mit Damage. Ich glaube eher Damage. Ich will mal eben gucken, wie viel Damage haben wir hier? 277. Ich will mal gucken, wie viel Unterschied der Ring macht. 71,6 Damage. Das ist der, der uns immer kurz unsichtbar macht. Oh, krass. Das gute Risotto.